Hallo und herzlich willkommen zurück beim Football Manager 2013. Heute Samstag, ne? Ja, Samstagfolge. Mensch, ey, voll geil. Heute Topspiel, ne? In der Bundesliga. Und Grip ist mit Sorg zufrieden, das ist schön. Ezekiel fragt wieder, die Laie zu beenden. Die üblichen Probleme. Magiade wurde in die beste Formation mitgewählt. Boah, geil. Und sorgt zufrieden. Aha, okay, cool. Nein. Hast du Pech? Und ich habe gerade eine Nachricht gekriegt, die lese ich dann erst. Dorgan, ja. 3 Tage, als nächstes Düsseldorf steht an, genau. Dusel. Und die sind zurzeit nur 17. Da. Das ist eigentlich ein Pflichtsieg für uns. Gepflichteter Sieg. Ja. Was? Auszeichnung für Rodriguez? Was ist das für eine Meldung schon? European Golden Boy. Ach, der Scheiß. Die jüngsten Talente, bla bla bla. Das ist eine Auszeichnung. Aber keiner von Aha. uns leider. Obwohl, das kannst du mal lassen. Ja. Götze auch noch dabei. Isco. Na, Götze hat das damals auch, glaube ich, schon gewonnen oder was weiß ich, wie oft, keine Ahnung. Wir treffen auf Düsseldorf. Das ist dann dieser. Düsseldorf hat die letzten 5 Auswärtsspiele in der Liga verloren. Und für uns ist das auch ein Heimspiel, oder? Wollte ich jetzt sowieso gerade mal schauen, wie unsere Heimstatistik ist. Ich glaube, die ist nicht so gut. Meine, die meisten Spiele, die wir verloren haben, waren auch dann zu Hause. Die Pressekonferenz im Vorfeld, okay. So, Düsseldorf ist seit 3 Spielen ungeschlagen, was dem Abstiegskandidaten in der Bundesliga den 17. Platz eingebracht hat. Düsseldorf hat 3 seiner letzten 5 Auswärtsspiele in der Liga verloren. Sicher sollten sie ihrem Freiburg am Samstag nichts entgegenzusetzen haben, oder? Ich würde sagen, ja gut. Ich würde mich lieber auf Spiel konzentrieren, als sinnlos darüber zu diskutieren, Ja. ja. So, wie würden Sie Ihre Beziehung zu Norbert Meyer beschreiben? Ein Trainer von dort, Unsere beruht auf Gegenseitigkeit. Puh. Wie gesagt, mit den Sticheln, ne, das ja. hat ja nicht geklappt. Julian Schuster ist mit seinem hervorragenden Spiel zu einem echten Publikumsliebling geworden. Glauben Sie, dass er durch die Unterstützung der Fans diese Form beibehalten kann? Halten ganz gleich, ob er unterstützt wird oder nicht. Ich wäre für Antwort 1 oder 2. Stimmen Sie denjenigen zu, die behaupten, Schuster spiele derzeit auf dem Zenit seines Könnens? Das ist eine dumme Antwort, Würde sagen, dass er noch besser kann, ne? bitte. Die Ja. Fans haben mir recht zu loben, er spielt zu Recht ausgezeichnet. Ja, dass er noch besser spielen kann, genau. Ja. So, Ihre Antwort zeigt, dass Sie einige Bedenken bezüglich Ihrer Spieler haben, genau. Welche Bereiche der Mannschaft beschäftigt Sie am meisten? Ich denke, es könnte verstärkt werden. Verteidigung und Torhüter. Was ist denn bei uns eigentlich Sturm mehr? Nee, Mittelfeld eigentlich nee, und nicht so wirklich Verteidigung. Wie gesagt, Offensive ist eigentlich okay soweit. Ich würde eher sagen Verteidigung. Ne? Ja, Verteidigung. Ihr Kommentar zeigt, dass Sie mit einem Ihrer Spieler unzufrieden sind. Jetzt müssen wir so einen wählen oder irgend sowas. So, keine dieser Optionen. Wir machen sowas nicht über die Medien. Ja. Ab goldener Ballauszeichnung. Wer steht hier gewinnen? Wer soll das gewinnen? Haben wir da. Wo ist Hegbert in Sympathien? Da ist ja mal gar nichts dabei, wo man sagen könnte. Sorry. Nee. Ja, Van der Vaart ist dabei, genau. Dem kleine Alte soll erstmal nicht fremdbumsen, ne? Keine Ahnung. Mill. Garrett Bale.
Mario Götze, nee, wird schon nicht werden. Nee, never. Gar kein. Müsste auch eine Antwortmöglichkeit geben, kein. Nicht wirklich, ja? Wo steht denn das? Warte mal, mach mal wieder weg. Da steht unten kein Kommentar oder hin, oder kannst du einen reinschreiben hier? Hinausstürmen, wir gehen einfach. Kein Kommentar. Oder kannst du was schreiben? Na, was hätte man schreiben sollen? Scheiße. Nee, kacke. Was? Die Pressekonferenz, ach so, beendet. Gut, sehr schön. Hallo. Boah, ist schön, dass der Button nicht funktioniert, das ist mir jetzt auch egal. Schön, dass hier gerade gar nichts funktioniert. Jetzt. Ja. Na, was denn nu? Na, die wollen noch eine Antwort haben für die Scheiße. Na, warum geht das nicht? Wie soll das jetzt gehen? Mach mal hinausstürmen. Ja, kein Kommentar und gut ist. Ja, verlassen. Oh, ja, ist klar. Möchte Verteidigung verstärken. Ruhig, Verteidigung. Ja, kann man natürlich so auslegen. Na. Aber man hat es ja gesehen. Wir haben ja schon einen Haufen Gegentore teilweise echt bekommen. Zuletzt. Auf jeden Fall. Und da wollte ich nämlich gerade mal noch die Tabelle genauer anschauen. So, genau. Wir sind Fünfter. Scheiße. Haben 5 Spiele verloren. Oh, das war ja mein, stimmt. 5 Niederlagen, ein Unentschieden gerade mal. So, jetzt bin ich mal Heimbilanz, genau. Na gut, ach, so geht eigentlich noch. Was? Ne, ja, 2 Niederlagen zu Hause oder was? Ja. Echt? Hätte ich jetzt ein bisschen schlimmer erwartet. Und auswärts? Auswärts müssten es dann 3 sein. Aber da stehen wir besser in der Tabelle. Also wir sind auswärts etwas besser. Trotz der mehreren Niederlagen dort. Na gut, da haben wir, zu Hause haben wir auch nur ein Spiel weniger noch. Ja. Nur ja gut, okay, gut. Tjo. Werder Bremen gegen HSV. Das interessiert uns teilweise schon, weil der HSV ja hinter uns ist. Und das auch bleibt. Nee, die sind vor uns, stimmt. Ja, wir sind hinter denen, so. Aber die, ja genau, die bleiben jetzt nur ein Punkt. Wir haben jetzt die Möglichkeit, die zu überholen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Platz 4, beziehungsweise vielleicht sogar Platz 3 zu ergattern. Wenn Mainz verkackt. So, und Mainz spielt gegen Frankfurt. Okay. Dortmund Augsburg, da brauchen wir nicht große Hoffnung haben. Schalke, Hoffenheim, aha. Naja, manchmal ist ja Hoffenheim für eine Branche gut. Naja. Bestimmt nicht für uns. So, genau, jetzt müssen wir mal schauen gerade. Nee, das war falsch. Taktiken, genau. Wer braucht denn gerade mal so ein Gesprächlein? Können wir natürlich auch jetzt offscreen noch schnell machen. Ja, ich würde sagen, so lange stoppen, oder was? Ja, wir setzen so einen Schnitt und machen. Ja, die Gespräche. Gleich, weil das wird langweilig, wenn wir jetzt hier, ihr kennt das ja sicherlich. Haben wir das schon ein paar Mal hergezeigt. Oder ich habe die Idee, wir zeigen den ersten her und dann beim Rest schneiden. Ja, genau. Hier, Günther zum Beispiel, mit denen sprechen wir jetzt. Ja. Wir sagen, dass er am besten vielleicht mal irgendwie was. Obwohl, er ist ein Verteidiger, müsste man eigentlich ein bisschen so kritisieren, ein bisschen, dass er nachlegt wieder. Ihre Form hat ja jetzt was nachgelassen, Antwort 1. So, und zack, wird's gut, genau, und das meinen wir. Unser Ziel ist jetzt eben diese Heinis hier. Zu motivieren, dass ich da ja der Moral. Dass es wenigstens auf gut wird, mit dem Muiz auf jeden Fall auch noch quatschen. Und ja, deswegen stoppen wir jetzt hier schnell und sind gleich wieder da. Bis gleich. Und dann, ja, genau, bis gleich. So, und da sind wir zurück. Ja. Haben wir ein bisschen gearbeitet und ein bisschen umgestellt. Rosenthal auf rechts. Wollen wir den jetzt sowieso lernen, dass er auch auf rechts gehen kann, dass das hier schön das leuchtendes Grün wird noch. Ja, ich frage mich, ob das, gab es ja nicht irgendwo eine genaue Definierung noch, eine Legende, wo das nochmal genau erklärt wird?
Ob das nicht, ob das hellgrün vielleicht nicht ist, sondern das bloß heißt, dass das seine Hauptposition ist oder sowas. Bewertung gut. Und jetzt geh auf so ein hellgrün. Bewertung gut und da wird so sehr gut, ja? Stärkste Position. Ach so, seine stärkste Position. Und bei denen halt. Und wenn es gelb ist? Stimmt hier. Mittelmäßig, okay. Ah, und rote ist dann scheiße. Ja, nicht geeignet oder so eine Wichse bestimmt. Ja, sag mal, ich will mal wissen, wie das aussieht. Na, komm doch mal mit. Untauglich. Okay. So, gut, jetzt haben wir's. Ja, so werden wir spielen. Kruse wieder von Beginn an. Nach seiner längeren Verletzung hat er ein Comeback gefeiert gegen Fürth und da auch gleich getroffen. Und jetzt werden wir mal zusehen, dass wir hier wieder in die Spur kommen. In der Bundesliga. So. So, na. Um Rat fragen. Toll, Grip wieder und so. Dings-Trainer, die Moral bei den anderen ist nicht so tolle. Da sind sogar welche recht schlecht. Ja, reden wahrscheinlich nicht so viel. Schlecht ist auch nicht gut. Also nicht gut für die. Und dann werden wir mal gucken, dass wir denen jetzt ein bisschen was sagen, wo die alle gepusht sind. Müssen wir jetzt natürlich auch mal häufiger darauf achten. Liefert den Fans ein tolles Spiel ab. Aber ich wollte mal sagen, auf geht's, Männer, zeigt mir, was ihr drauf habt. Ist ja mega geil schon wieder. Nee, es muss irgendwas, weiß ich nicht, ein perfekter Satz sein einfach. Manchmal zu kurz gefasst ist dann einfach scheiße. Ich glaube, dass ihr noch wesentlich mehr könnt und glaube fest daran, dass ihr das Zeug dazu habt. Oh, nicht so die perfekte Reaktion. Ich möchte, dass ihr mir gute Arbeit abliefert. Ja. Das hört ihr irgendwie heute alles nicht. Nö. Einige Tore bescheuern, naja, sagen wir mal nicht aggressiv, sondern bestimmt. So, und dann gibt natürlich auch keine Reaktion, weil es einfach nur Penner sind. Ja gut, ich glaube, die müssen nicht nach jeder Leben. Doch, die müssen immer reagieren auf jeden Satz. Das ist Pflicht. Immer, dass das Spiel wieder schnell ablaufen heute. So, dynamisch. Machen wir dynamisch. Mehr trauen, weil das ist echt so ein Spiel, was wir echt gewinnen müssen. Ja, sicher. Schade. Aber jetzt ist er drin. Macchiadi, schön. Macchiadi, nachdem wir so ein bisschen Stress hatten, in der gestrigen Folge, glaube. Nee, Quatsch, das ist ja gar nicht die Samstagsfolge heute, das ist ja die Sonntagsfolge, glaube ich sogar. Erst. Ach so, ja, stimmt. Stimmt. Ja, wir haben einen Tag früher aufgenommen schon. Damit wir. Oh, und das 2-0. Damit wir morgen in Ruhe schön unseren Bimbam baumeln lassen können. Dortmund wird auch 1-0. Boah, ab vorauszusehen. Die blöden Wichser. Der Jendrisek, ja, der ersetzt den Santini zurzeit ziemlich gut. Ja, komm, also da ist echt schwer. Also, Offensive kann man echt nicht meckern bei Freiburg. Das ist schon ziemlich gut. Aber Abwehr, da müssen wir mal gucken, was wir in der Winterpause vielleicht noch. Alter, da sind so. Also, ich muss sagen, offensiv haben wir ja schon ein paar richtig geile Sahneschnittchen, aber so. Defensive ja, ist noch so ein bisschen unsere Schwäche. Es sieht man ja auch an diesem Spiel gegen Dortmund, ne? 5 Gegentore. Ja, gut, ich muss sagen. Ja, hier und jetzt wieder ein sinnloses Gegentor. Die machen die ganze Zeit nichts, Düsseldorf. Die kriegen nichts auf die Kette. Und dann reicht ein Angriff. Das meine ich. Das ist so dermaßen zum Kotzen. Furchtbare Abwehr ist das. Hier und da mal ein Lichtblick mit Ginter und so. Freistoß. Und der jagt ihn rein. Schuster, schön. Es steht übrigens noch 3-0. Das Tor für Düsseldorf hatte gar nicht gezählt, oder was? Ja. War vielleicht abseits oder sowas. Schuster wieder mit einem perfekten Freistoß. Will ich jetzt gerade mal nochmal gucken. Gerade gemeckert, aber trotzdem. Was stand denn da, dass das Ding nicht gezählt hat? Abtro, nee, das war das. Ungültiges Tor, Lamberts.
Ah, okay. Gut. Aber man kann jetzt nicht genau sagen. Auch steht 4-0 für Freiburg. was sind das für Spiele? Dass wir manchmal ja einfach nur volle Pulle gleich in der ersten Hälfte übelst Tore machen und in der zweiten Hälfte kommt gar nichts mehr. So, der ging daneben. Ist ja voll krass. Aber ist gut für überhaupt die Tordifferenz. Ja. So, gibt noch mal Ecke. Ui. Ein Freistoß. Ein Fall für Schuster. Und. Ach, ungültiges Tor oder was? Nee, 5-0. Ja, tatsächlich. Alter. Weil das erst so komisch aussah. So komisch gerannt sind. Vor allem, dass er durchgekriegt hat. Bei der erhobenen Verteidiger, die da stand. Hä? Was ist denn das hier überhaupt immer? Ja, hier kannst du dann zwischen den einzelnen. Ach so. Das ist ja geil. So, ja, das war gut. 5-0, was will man groß sagen, ne? Das war. Du kannst geil. Leidenschaftlich loben hier, oder? Wir heute sind, ja, das sind wir auf jeden Fall erfreut. Das könnte es jedes Spiel mal geben. Ich bin unzufrieden mit eurer Leistung. Kannst du ein bisschen leidenschaftlich, ja. Weiter so, Jungs. Oh, reagieren sie wenigstens auch. Sehr gut. Und so kann das dann auch weitergehen. Schönes 5-0. Im Moment, wir haben ja Platz 3 in der Blitztabelle. So, jetzt könnte natürlich die zweite Hälfte so ein Spiel werden, wo wir nicht mehr viel machen. Sicherlich jetzt hier und da mal den einen oder anderen schon ranlassen. Ja, diesen Ezekiel zum Beispiel. Zum Beispiel, da könnte... Links, Mitte. Warte, ich habe die Idee. Kruse kriegt schon seine Pause, der war ja verletzt lange. Mhm. Und dann kann der... Ist der aber nicht links? Oh, stimmt. Aber hier steht O-M-R-E-L-Z. Oh, vielleicht kann man das ja auch. Ach, ja, machen wir jetzt einfach. Oh. Ja, machen wir einfach. Und noch ein? Oder reicht das mal? Wir sind nur 67. Summon. Ja, da können wir noch einen machen. Hier und da vielleicht mal noch einen Einsatz für jemanden. Schmied vielleicht rein. Obwohl der ist rechts gerade. Freis. Freis für Jendrisek. Der hat ja auch gut gespielt. Also. Ja. Kriegt jetzt seine Pause. Freis kriegt nochmal die Möglichkeit. Ja. Und dann können wir auch den letzten Wechsel noch ein bisschen aufheben. Dazu haben, ja. Ja. Und das gleiche auch, ja. Ja, das war auch eben halt. Das war eben halt, dass wir an die glauben und so. Genau. Das wäre schön, wenn wir das jetzt hier so schön abschließen. Wir müssen noch ein, zwei Tore mehr. So, hier und da mal sehr strikt noch. Bisschen konzentrierter nochmal, dass wir kein Gegentor mehr kriegen. Ach, dachte schon, da ist es passiert. Was? Ach so, der Gegenspieler hat rot gekriegt. Tätigkeit war es sogar. Alter, was hat denn der gemacht? Also den Ende geklatscht. Sollten versuchen dabei. Hat er den eine gegeben bestimmt oder sowas? Batsch. Auf die Fresse. So. Heldenstadt für Magiali. Oh, der Schuster hat eine Bombenwerte, ne? Alter. Oh ja. Ich würde sagen, ja, hätten ich würde für Rosenthal, weil der schon mit 71% schon ziemlich down ist. Oh. Und dann Ezekiel, der kann auch rechts los. Bestätigen. Und den Schmied rein, genau. Was ist jetzt mit dem Ezekiel? Der ist doch eingewechselt schon. Ach ja, stimmt, wir hatten ja zwei. Nee, ist doch bisher noch. Nee, ich hab doch schon zwei gemacht. Das ist der dritte jetzt.
So, Vertrauen, ja, bla bla. So. Was war doch der? Ach Mensch! Könnt ihr auch mal ohne Gegentor? Ja, dem. Nein, ungültiges Tor. Ach, schön, oder? Ich würde schon wieder meckern, aber trotzdem. Das ist ein bisschen wenig jetzt hier auch in der zweiten Hälfte. Komm nochmal, ja. Sehr dynamisch. Ein sechstes Tor geht doch auch noch. Ja, genau. Ja, können wir das hier nebenher gerade schnell mal gucken. Ah, Mitte kann er, ja. Aber hier ist er dann komplett grün und kann auch Schmied nicht hin. Okay. Schade. Also kann ja nur Mitte und rechts so ein bisschen. Oder rechts ist er am stärksten. Rechts ist er am stärksten. Nee, was war's? Mitte ist er jetzt. Oh, ja, rechts. Mitte kann er auch hin, aber eben halt nicht so gut. Und ja. So halt. So, ich denke mal, wird wohl beim 5-0 bleiben. Na gut, ich weiß ja nicht, wie gut gewertet wird. Gut ist ja nur. Ich denke mal, in ihrer stärksten Position ist in ihrer Stammposition ist. Naja. Da wo gut ist, sind dann halt die Ausweichpositionen, wo sie halt eben auch hin können. Aber eben halt nicht die Idealposition. So, wir haben 5-0 gewonnen, wunderbar. Saubere Arbeit. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Wir haben noch ein bisschen. Nein, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja. So. Aber geiler Kantersieg. Oh ja. Oh ja. Angel, gut gemacht. Das war ein schöner Sieg für uns. Können wir auch ein bisschen was anderes sagen? Aggressiv. Ruhig. Ah, letzte Antwort nehmen. Ja. Das klingt gut. Oh. Komm, jetzt haben wir noch einzeln was. Auch was Ruhiges. Sie haben sehr gut gespielt. Oh. Penner. Ja. So. Ah, komm. Passt schon. 5-0, Mensch, ey. Schön. Schuster gut in Form. Oh ja, das war auf jeden Fall. Hat die beste Wertung gehabt. Ja, der Autorio macht wie nichts hier. So, Ferien. Was? Ach so, oder so ein Nationaltrainer von Angola. Hat nach Erik Jendrisek geguckt. Ich wusste gar nicht, dass der aus Angola kommt. Hä? Nochmal genauer lesen. Ach, Slowakei-Trainer. Ach so, gut. Ach, hier oben ist dann Angola-Trainer. Wegen. Er war mit. Das heißt also gegen um sich Bild von Nando Raphael. Ach so. Das ist aber nicht unserer. Ja, das war ein gegnerischem Team, Männer. Ach so. So, abschließende Pressekonferenz. Die machen wir dann aber in der nächsten Folge. Genau, liebe Leute. Und wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüssi.